Die Geschichte entfaltet sich mit der Erkundung eines verborgenen Geheimnisses unter den ägyptischen Sanden durch ein Archäologenduo, bestehend aus dem Vater-Tochter-Gespann Dr. Miles Holden und Nora Holden. Kairo, Ägypten, im August 2013 bildet den Hintergrund und der Film beginnt mit einem Prolog, der die Enthüllung der Pyramide durch ein amerikanisches archäologisches Team detailliert beschreibt. Trotz der Turbulenzen, die durch die Ägypter verursacht werden, trifft ein Dokumentarfilmteam ein, um die monumentale Entdeckung festzuhalten. Die Geschichte entwickelt sich auf der Grundlage wahrer Ereignisse, wie sie von einer Nachrichtensprecherin namens Sunny erzählt werden. Sunny stellt in ihrem Nachrichtenbeitrag die verborgene Pyramide in der weiten Wüste, 400 Kilometer südlich von Kairo, vor. Sie betont die bahnbrechende Forschung von Dr. Miles Holden und seiner Tochter Nora, die auf eine Pyramide mit einer unkonventionellen dreiseitigen Struktur gestoßen sind, die die Norm der vierseitigen Gizeh-Pyramiden herausfordert. Sunny glaubt, dass diese Entdeckung die Geschichte umschreiben könnte und eine beispiellose Ebene zu den ägyptischen archäologischen Erzählungen hinzufügen würde. Während Sunny sich in die Einzigartigkeit der Architektur der Pyramide vertieft, wird ihre Erzählung abrupt durch das ferne Bellen von Hunden unterbrochen, was auf eine bevorstehende Wendung in der Geschichte hinweist. Im Herzen der weiten ägyptischen Wüste entfaltet sich die Geschichte, als Sunny den erfahrenen Archäologen Dr. Miles Holden interviewt und Einblicke in die rätselhafte Pyramidenentdeckung sucht. Miles enthüllt mit einer Erwartungshaltung das Geheimnis, das sich auf alte Texte bezieht, die das geografische Gebiet als potenziellen Ort für die verlorene Pyramide von Akhenaten erwähnen. Die eigentümliche dreiseitige Struktur der Pyramide deutet auf eine Verbindung zu diesem verlorenen Reich hin. Nora Holden, Miles' Tochter, tritt vor die Kamera und klärt auf, dass die von ihnen aufgedeckte Pyramide nicht die Pyramide von König Akhenaten ist. Stattdessen liegt sie verborgen unter der Oberfläche, wobei Jahrtausende angesammelten Sands auf ein Alter hinweisen, das Generationen vor der Herrschaft von Akhenaten liegt. Die Erzählung vertieft sich, als Nora eine Paradigmenverschiebung im archäologischen Verständnis enthüllt. Auf die Frage von Sunny nach der Zurückhaltung der Archäologen, Satellitentechnologie zu akzeptieren, erklärt Nora offen, dass viele Gelehrte modernen Methoden gegenüber widerstehen und die Folgen fürchten, die sich aus der Herausforderung etablierter historischer Rahmen ergeben könnten. Sie betont, dass die Einführung einer älteren Genealogie in die ägyptische Geschichte eine Neubewertung lebenslanger Forschung erzwingen würde, was Widerstand innerhalb der archäologischen Gemeinschaft hervorruft. Die Szene wechselt zu einem Satellitenbild, auf dem Miles und Nora einen Scan präsentieren und Sunny zeigen, dass ein bedeutender Teil der dreiseitigen Pyramide unter der Oberfläche der Wüste verborgen bleibt. Unbeirrt haben sie einen Tunnel identifiziert, der direkt zur Spitze der Pyramide führt, eine Eigenschaft, die in der traditionellen Pyramidenarchitektur ungewöhnlich ist. Während das von Dr. Miles Holden geführte Expeditionsteam in die Geheimnisse der eigenartigen Pyramide eindringt, gibt Nora Einblick in ihre Inspiration, Satellitentechnologie zu nutzen. Sie erzählt davon, einen Artikel über die Suche nach außerirdischer Intelligenz in New Mexico gefunden zu haben, einen Durchbruch, der Wasser auf dem Mars entdeckte. Motiviert durch diesen innovativen Ansatz leitet Nora den Einsatz von Satelliten, um Geheimnisse unter den ägyptischen Sanden zu enthüllen. Als Sunny spielerisch nach der spekulativen Vorstellung von Aliens, die durch Pyramiden auf die Erde kommen, fragt, winkt Nora es mit Gelächter ab und äußert ihre Skepsis. Dr. Miles Holden, begierig darauf, das Gespräch wieder auf die traditionelle Archäologie zu lenken, drängt Nora und Sunny, sich auf die historische Bedeutung der Pyramide zu konzentrieren. Sunny hingegen behauptet, dass das Interesse des Netzwerks im Schnittpunkt von Technologie und Archäologie liegt und eine neue Ära im Verständnis der Vergangenheit markiert. Miles, der gegen das ankämpft, was er als Verlust der rohen Essenz der Archäologie betrachtet, zeigt sich sichtlich frustriert über die Einmischung der Technologie. Er ringt mit der sich verändernden Landschaft seines Fachgebietes, in dem alte Geheimnisse durch die Linse moderner Innovationen enthüllt werden. Die Szene wechselt zum Standort der Pyramide, wo Nora bei einem Telefonat ihrer Mutter versichert, dass die bevorstehende Mission sicher sei. Unerwartet entdeckt Nora einen ferngesteuerten Rover namens Shorty, der von ihrem Freund und Teammitglied Michael Zahir, einem Robotikingenieur, entworfen wurde. Mit einer Größe von nur einem Fuß verfügt Shorty über 6 Räder und funktioniert mit einem Federungssystem, das ursprünglich von der NASA für ihren Mars-Rover entwickelt wurde. Nora ist gleichermaßen entnervt und fasziniert, als sich Shorty, ausgestattet zur Übertragung von Echtzeitbildern, aufmacht zu einer bahnbrechenden Reise in das Herz der begraben liegenden Pyramide. Mit dem Durchbruch des ägyptischen Teams in die Pyramide eilen Miles Holden und seine Expedition, begleitet von Sunny und ihrem Nachrichtenteam, um sich ihnen im Tunnel anzuschließen.
Als sie die letzten Schläge durchführen, hüllt eine unerwartete Explosion die Luft in einen Nebel aus Aspergillus, einem in Höhlen und Gräbern häufig vorkommenden Pilz. Panik bricht aus, als ein Teammitglied einem durch die giftige Luft ausgelösten Panikanfall erliegt, was schnelle medizinische Intervention erfordert. Inmitten der Explosion erhält Miles beunruhigende Nachrichten. Das Ministerium für Altertümer hat eine Anweisung herausgegeben, dass alle Forschungsteams das Gebiet innerhalb von 24 Stunden evakuieren müssen, aufgrund des eskalierenden Chaos und der Gewalt in Kairo, wo Proteste gegen ausländische Intervention in ihren Pyramiden ausgebrochen sind. Zögernd stimmt Miles dem Evakuierungsplan zu und beabsichtigt, am nächsten Morgen aus der Wüste abzuziehen. Jedoch greift Nora ein und drängt ihren Vater, Shorty, den ferngesteuerten Rover, zuzulassen, das Innere der Pyramide zu erkunden, bevor sie ihre Mission aufgeben. Trotz der unmittelbaren Gefahr und des Drucks zu gehen, überzeugt Noras Beharrlichkeit Miles, und die Entscheidung wird getroffen, Shorty in das Herz der antiken Struktur zu schicken. Captain Shahid, eine ägyptische Autorität, warnt das Team, schnell zu gehen, was die Spannungen rund um ihre Anwesenheit widerspiegelt. Zahir, das arabischsprachige Mitglied des Teams, beruhigt Shahid über ihre baldige Abreise. Während sich das Team darauf vorbereitet, den Ort zu verlassen, beginnt Shorty seine Mission, die Geheimnisse innerhalb der Pyramide zu enthüllen. Zahir übernimmt die Kontrolle über den anspruchsvollen 3 Millionen schweren Rover, der mit verschiedenen Messgeräten zur Beurteilung der Umweltbedingungen ausgestattet ist. Zu ihrer Erleichterung zeigen Shortys erste Messungen minimale Spuren von giftigen Gasen innerhalb der Pyramide. Während er im Inneren navigiert, enthüllen die Wände kunstvolle Symbole von Osiris, dem Gott des Jenseits und dem verehrten ersten Pharao nach ägyptischem Glauben. Während der Rover Shorty tiefer in die komplexen Gänge der Pyramide vordringt, wird er unerwartet von einem Angreifer attackiert, was das Team erschreckt. Zahir vermutet, dass es sich um einen Hund handeln könnte, der durch eine Öffnung eingedrungen ist. Trotz Zahirs Versuch, den Rover weiter zu steuern, geht er plötzlich offline und lässt das Team in Spannung zurück. Entgegen Miles' Bedenken ist Zahir entschlossen, den millionenschweren Rover, eine Leihgabe der NASA, zurückzuholen. Er kennt die Bedeutung der Situation, stimmt Miles zu, besteht jedoch darauf, dass nur er und Zahir die Pyramide betreten werden. Allerdings argumentieren Nora und Sunny für einen vereinten Ansatz und betonen die Bedeutung von Teamarbeit. Sie überzeugen Miles, dass nur gemeinsames Handeln der Schlüssel zum Erfolg ist. Während sich das Team darauf vorbereitet, die Pyramide zu betreten, verliert Zaid, der ägyptische Soldat, die Fassung und schreit aus Protest. Zahir erklärt die Situation ruhig und drängt Zaid, ihnen zu erlauben, ihren wertvollen Rover wieder zu beschaffen. Nach einigen Verhandlungen stimmt Zaid widerwillig zu und gewährt dem Team ein Ultimatum von 2 Stunden, um Shorty zurückzuholen und zu gehen. Das Team, bestehend aus Miles, Nora, Zahir, Sunny und ihrem Kameramann Fitzy, betritt die Pyramide. Nora bringt ihre Kamera mit, um ihre Erfahrungen in einem persönlichen Tagebuch festzuhalten. Miles warnt das Team ständig davor, nichts anzufassen und betont die Instabilität der antiken Struktur. Tiefer in der Pyramide ist Zahir beunruhigt, ein zerbrochenes Stück des Rovers zu finden, befürchtend, dass die NASA unzufrieden sein könnte. Nora entdeckt bei weiterer Erkundung ein Loch, das nach oben führt, und offenbart eine verborgene Grabstätte. Das Team betritt die Grabstätte und untersucht ihre Strukturen. Nora stößt auf ein metallisches Objekt, das mit getrocknetem Blut befleckt ist, und entscheidet sich, es als Probe zu sammeln. Inmitten der zerfallenden Strukturen innerhalb der Pyramide macht Nora eine schockierende Entdeckung. Miles' Seil ist zerrissen. Bei weiteren Untersuchungen betritt sie einen Raum, in dem Zahir neben Shorty gefunden wird. Jedoch gibt der instabile Boden des Raumes nach, und das gesamte Team stürzt 90 Fuß unter die Erde in einen seltsamen, übel riechenden Raum. Ein riesiges Stück Trümmers fällt auf Zahir und zerquetscht sein Bein. Trotz verzweifelter Versuche kämpft das Team darum, ihn zu befreien, und Zahirs qualvolle Schreie erfüllen die Luft. In einem Moment der Verzweiflung entdeckt Sunny einen Schacht und beschließt, ihn hinaufzuklettern, um Hilfe zu holen. Ihre Steigung wird jedoch abrupt gestoppt, als sie von einer heimtückischen Kreatur angegriffen und gekratzt wird. Gezwungen, sich zurückzuziehen, steht das Team einer unvorhergesehenen Bedrohung gegenüber. Miles entdeckt eine Tür mit Schnitzereien, die vor dem Betreten warnen. Unterstützt von Geduld schlägt Miles vor, in der Grabstätte zu warten, bis Hilfe eintrifft. Nora, die nicht bereit ist, Zahir zurückzulassen, besteht darauf, einen alternativen Ausgang zu finden. Als sie die Tür öffnet, gibt Nora Zahir eine Fackel,
einen Kuss und das Versprechen der Rückkehr und lässt ihn allein im Dunkeln. Während das Team vorangeht, um Hilfe von dem ägyptischen Soldaten zu suchen, hören sie Zaers gequälten Schrei. Eilig kehren sie zurück und finden sein abgetrenntes Bein unter dem Felsen eingeklemmt. Blut markiert eine Spur, die in einen Schacht führt. Es wird deutlich, dass Zahir von einem blutdürstigen Raubtier verschlungen wurde. Zutiefst erschüttert, wird Nora von Miles getröstet, der sie ermutigt, sich den anderen in ihrem Überlebenskampf anzuschließen. Als sie auf Sunny trifft, erfindet Miles eine Geschichte über Zaers Tod bei dem Versuch, die Trümmer zu bewegen. Jedoch durchschaut Sunny die Lüge und richtet ihren Zorn auf Miles, beschuldigt ihn, sie in eine gefährliche Falle im Herzen der Pyramide geführt zu haben. Gefangen im verwirrenden Labyrinth der Pyramide, versucht Fitzy vergeblich, Sunny zu trösten, die mit dem Terror um sie herum kämpft. Das Team, hoffnungslos verloren, sieht sich einer unerbittlichen Verfolgung tödlicher Gefahren gegenüber, während es sich durch die tückischen Tunnel bewegt. Ihre hektischen Bewegungen bringen sie an den Rand des Untergangs, nur um vom ägyptischen Soldaten Shadid gerettet zu werden. Während Shadid tapfer die kleineren Kreaturen mit seiner Waffe abwehrt, wird er zum Opfer eines größeren, mächtigeren Gegners, der ihn verschlingt. Das Team, nun vermindert und von Angst erfüllt, sammelt sich in einer Ecke für Sicherheit. Fitzy beobachtet, wie die Infektion von Sunnys Kratzer ausgeht, und ihre Augen zeigen bedrohliche Anzeichen. Miles entdeckt ein geschnitztes Wandbild, das Passagen aus dem Totenbuch zeigt und das letzte Gericht sowie das Wiegen der Seelen durch Osiris und Anubis erklärt. Beim Betreten eines weiteren Tunnels sieht sich die Gruppe einer gefährlichen Sandfalle gegenüber, die droht, sie lebendig zu begraben. Erfüllt von Angst sprinten sie durch den Tunnel, aber Sunny stolpert in eine Grube mit Stacheln. Fitzy eilt ihr zu Hilfe, aber bevor er sie retten kann, wird sie Opfer der tödlichen Kreaturen. Nach der Flucht aus dem mit Sand gefüllten Tunnel versuchen Miles und Nora, Sunny zu helfen, aber ihre Verletzungen erweisen sich als tödlich und zwingen das Team zu einem herzzerreißenden Rückzug. Nora, die Miles aufmerksam beobachtet, bemerkt eine sich verschlechternde Wunde an seinem Hals, zugefügt von den Kreaturen. Unbeeindruckt von den Verlusten, die sie erlitten haben, setzt die widerstandsfähige Gruppe entschlossen fort, entschlossen, dem finsteren Griff der Pyramide zu entkommen. Fitzy stolpert über die zerschlagenen Überreste von Shorty und beschließt, seine Komponenten umzufunktionieren, indem er seine Kamera fusioniert, um eine aufgezeichnete Bitte um Hilfe außerhalb der Pyramide zu senden. Miles nimmt eine dringende Warnung auf, betont die gefährlichen Kreaturen, die Pyramide befallen, und fordert potenzielle Retter auf, bewaffnet zu kommen. Während sie weiter erkunden, entdeckt die Gruppe eine verborgene Kammer. In ihrer Tiefe liegen die mumifizierten Überreste eines Entdeckers aus dem 19. Jahrhundert, begleitet von einem Tagebuch, das auf die Möglichkeit hinweist, dass die Grabkammer als Fluchtweg dienen könnte. Plötzlich trifft Tragödie ein, als eine geklammerte Hand Miles' Brust durchdringt und gewaltsam sein Herz herausreißt. Nora, verzweifelt und entschlossen zu helfen, wird von Fitzy weggezogen, der sich beeilt zu fliehen. Die Grabkammer verschließt sich und sperrt sie ein. Ohne Alternative fasst Fitzy den Entschluss, der tödlichen Kreatur gegenüberzutreten, trotz Noras Bedenken. Mit seiner Kamera entdeckt er, dass Miles noch lebt, gefesselt an einer kolossalen Waage. Das monströse Wesen, von Nora als der ägyptische Gott Anubis identifiziert, verzehrt Miles' Herz, um seine Würdigkeit für das Jenseits zu beurteilen. Fitzy hält diese grausame Szene auf Kamera fest, und Miles erliegt dem Urteil der Kreatur. Nachdem das Wesen abzieht, konfrontiert Fitzy Nora mit dem Filmmaterial und erklärt Anubis' Rolle als Schiedsrichter der Seelen. Entschlossen zu überleben, holt sich Fitzy eine Waffe von dem verstorbenen Soldaten. Mitten in der beängstigenden Situation ergreift Nora eine Leuchtrakete von Miles' leblosem Körper und stolpert über kryptische Hieroglyphen, die den finsteren Zweck der Pyramide enthüllen. Eine geheime Falle für Anubis, der nach der Wiedervereinigung mit seinem Vater Osiris unter dem ultimativen Himmelstor sucht. Fitzy drängt Nora, sich aufs Überleben zu konzentrieren, anstatt in das Labyrinth der Geschichte einzutauchen. Bei der Erkundung der Kammer entdeckt Nora den möglichen Fluchtweg und findet einen von Shadid übersehenen Sternenschacht. Ekstatisch steigt Fitzy nach Nora die Leiter hinauf. Während sie aufsteigen, taucht Anubis, unerbittlich in seiner Verfolgung, erneut auf. Trotz Fitzys Schüssen erliegt er und lässt Nora der drohenden Gefahr gegenübertreten. Nora setzt geschickt eine Leuchtrakete ein, um Anubis vorübergehend abzuschrecken, nur um während ihres Aufstiegs erneut gefangen zu werden. Strategisch bewaffnet mit einem verborgenen Messer, befreit sich Nora und fügt Anubis eine kritische Wunde zu, was den Zorn einer Horde gefährlicher Katzen auf sich zieht.
Während Anubis den katzenartigen Angriff abwehrt, nutzt Nora den Moment, um den Schacht hinaufzusteigen. Er leidet jedoch kurz vor der Schwelle der Pyramide das Bewusstseinsversagen. In einer surrealen Wendung erwacht sie zu einem Jungen, der ihre Kamera hält, mit bedrohlichen Kratzern und Infektionen. Verzweifelt um Hilfe bittet Nora den Jungen, aber bevor Hilfe eintrifft, materialisiert sich Anubis, was in einem intensiven Höhepunkt gipfelt. Der Bildschirm verblasst düster und das Schicksal von Nora und dem Jungen bleibt in Unsicherheit gehüllt.